Vielleicht darf ich mit dem zweiten Punkt beginnen. In der Tat ist das für uns ein großes Thema. In Deutschland werden ca. 80% aller Patienten mit Erkrankungen der Arterien und der Venen, die nicht das Herz und nicht das Gehirn betreffen, in gefäßchirurgischen Abteilungen behandelt bzw. von Gefäßchirurgien behandelt. Und ein Großteil oder knapp die Hälfte dieser Patienten sind völlig beschwerdefrei. Und deswegen macht es das Thema für uns in der Tat hochrelevant. Ich denke hier insbesondere an Patienten mit Erweiterung der Bauchschlagader, Bauchaortaneurysmen, die ja prophylaktisch operiert werden, oder Verengungen der Halsschlagader, Karottenstenose, die auch häufig noch keine Symptome, keinen Schlaganfall verursacht haben und gerade zur Vermeidung dieses Ereignisses operiert werden und hierbei die Patienten natürlich einem Behandlungsrisiko ausgesetzt werden. Insofern ist es für uns sehr wichtig, dieses Thema, und ich bin absolut d'accord, dass dieses Thema nicht irgendwie abgearbeitet wird, sondern es gehört in den ständigen Prozess der Qualitätssicherung. Wir haben von meiner Fachgesellschaft aus gerade diese Bereiche zusammengeführt und haben einen eigenen Bereich Qualität und Sicherheit gegründet, eine eigene Kommission, weil das für mich unmittelbar miteinander zusammenhängt. Also eine niedrige Komplikationsrate ist natürlich das unmittelbare Messbare, was den Patienten betrifft und was die Sicherheit ausmacht. Es ist die Weiterbildung angesprochen worden, in der Tat ein Problem, dass wir natürlich nur sicher agieren, operieren oder behandeln können, wenn wir gut ausgebildet sind und wenn wir gut ausgebildete Kollegen haben. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Thema und es ist auch wichtig zu schauen, zumindest in der kardiovaskulären Medizin ist es so, dass wo das Ganze gemacht wird, wird es gelegentlich eine Operation durchgeführt oder wird sie häufiger durchgeführt. Das ist dieses schwierige Stichwort Zentralisierung, auch ein Politikum möglicherweise ein Thema für eines der nächsten Chirurgenkongresse, Leistungszentralisierung, die zu wenig stattfindet. Es gibt zum Beispiel in Deutschland über 300 Krankenhäuser, in denen Erweiterungen der Bauchschlagader operiert werden. Ein kompletter Nonsens aus unserer Sicht und keine gute Entwicklung, die jetzt politisch allerdings etwas abgedämpft wird. Zur konkreten Frage, wie halten wir es mit der Kommunikation? Das ist in der Tat ein Thema. Wir haben vor einigen Jahren begonnen, Gefäßzentren nicht nur zu gründen, sondern sie auch einem Audit zu unterziehen und einer gewissen externen Qualitätskontrolle durch die Fachgesellschaft. Mittlerweile beteiligen sich daran auch die Radiologen und Angiologen, weil wir sicherstellen wollen, dass in den über 100 Gefäßzentren, die es in Deutschland gibt, nicht nur Gefäßzentrum draufsteht, sondern auch Gefäßzentrum drin ist. Und was heißt das? Also natürlich maximale Behandlungsoptionen, multimodale Therapieverfahren. Es gibt viele Wege in der Gefäßmedizin, die Operation, die Katheterverfahren, viele Erkrankungen kann man auch rein medikamentös behandeln. Und hier den optimalen individuellen Weg für den einzelnen Patienten zu finden, das ist die Aufgabe eines Gefäßzentrums. Konkret in München sind wir in der Tat auch IT-technologisch, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Wir haben dreimal in der Woche ein sogenanntes Gefäßboard, in welchem die Befunde aus der Sprechstunde eingespielt werden. Die Ärzte in der Sprechstunde, auch immer Fachärzte in der Sprechstunde, ein Oberarzt sogar, stellen den Patienten diesem Board vor, in dem nicht nur Chirurgen sitzen, sondern Radiologen, Neurologen, Internisten. Und dann wird das diskutiert. Wir können unmöglich alle uns um den Patienten scharen, aber wir können die wichtigen Befunde sammeln, die Bilder besprechen und dann eine Therapieempfehlung aussprechen, die auch direkt in diesem Board dokumentiert wird. Das ist auch wichtig, sodass dann, wenn der Patient dann auf die Station zur Behandlung kommt, auch unmittelbar darauf zurückgegriffen werden kann, welche Entscheidung hier getroffen ist. Ich sehe aber noch einen Punkt nochmal auf IT, der wirklich unterbelichtet ist. Das ist die Vernetzung mit den niedergelassenen Ärzten. Das ist das Stichwort Vor- und Nachbehandlung gefallen. Also dort wird ja auch gute Medizin gemacht und auch apparative Diagnostik betrieben. Und da, glaube ich, sind wir wirklich erst am Anfang, dass wir uns digital vernetzen und hier schnell auf Befunde und Untersuchungsergebnisse zugreifen können und auch dafür sorgen können, dass der Patient, der in der Gefäßmedizin chronisch krank ist, der ist dann nicht gesund, sondern der ist gefäßkrank, auch wenn eine unmittelbare Erkrankung jetzt oder Gefahr beseitigt wurde, er bleibt trotzdem ein Gefäßpatient, dass der weiter
versorgt und auch überwacht wird, was das Verfahren angeht.